So, meine Lieben, von herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 5. Es geht wieder weiter. Erstmal werden wir ganz unseren Safe speichern. Da ist nämlich, glaube ich, eine ganze Menge hinter. Viele Spezialagenten gekauft, den Profi-Blumenbusch und so weiter. 139 Münzen. Kann ich damit irgendwas? Ne, leider nicht. Verkaufspreis ist unnütz, Abkühlphase ist unnütz. Ich glaube, die Dinger kosten viel zu viel, als dass ich die Coins dafür verschwenden könnte. Wir wollten eine Inselgruppe machen. Die Frage ist, was nehmen wir dafür als, eigentlich brauche ich was, was mir Geld bringt. Also wenn die Dings eigentlich schon gar nicht so schlecht. Piratenbucht ist auch nicht übel. Das ist auch ehrlich gesagt gar nicht so übel, Piratenbucht. Aber was setze ich dann an Land? Das könnte ich zwar an den Anfang setzen, bringt mir allerdings nicht so viel Geld. Wir können durch Affenpiraten natürlich viele Gegner vernichten. Wollen wir es mit dem versuchen? Dann werde ich aber, wenn ich das benutze, wahrscheinlich... Ah, wir machen es einfach mal. Wahrscheinlich einen Superaffe-Fallsturm benutzen müssen. Aus dem Grund, dass einige Runden durch die U-Boote nicht zu zerstören sind. Es gibt die 78. Runde, glaube ich, 79. Runde, die ganzen Tarn... Oder war das einfach nur, weil ich keinen Radarscanner hatte? Ich glaube, weil ich keinen Radarscanner hatte. Auf jeden Fall, 63. Runde auch sehr, relativ schwierig. Weil da so viele Bloons einfach Reihe an Reihe sind, dass man die wirklich schwer besiegen könnte. Egal, wir machen das. Auf rum zu jammern jetzt. Wir werden diesmal ohne Schnellstrecke spielen. Ja, werden wir. Wäre es besser gewesen, von da oben anzufangen? Ich gucke mal, ob ich in Dings reinquetschen kann. Ich glaube, hier wäre es ehrlich gesagt sogar besser gewesen, würden wir rückwärts anfangen. Hier ist es wirklich mal eine Map, wo ich sage, rückwärts ist einfacher. Gucken wir uns mal an. So, unplatzbar, rückwärts. Die Rückwärtsmedaille habe ich sowieso schon, also ist das egal. So, dann fangen wir von hier oben an, weil ich finde, hier ist ein besserer Einstieg. Packen wir das erste Bötchen hier hin. Und lassen kämpfen. Brandfallkanone, das heißt, ich kann mit diesem Schiff so auf der jetzigen Form sowohl Tarnbloons als auch Liebbloons kaputt machen. Und sehen. Logisch, ne? Da ist, also ich muss sagen, Affenbucht ist ein, oder Piratenbucht ist einer der wenigen, die auch noch wirklich gut sind. Eine der wenigen, nach Sachsen, wie heißt das? Affenhäuser. Traubenhagel auch noch. Ah, ist kein Problem. Warte. Kriege ich es noch hin? Ich wollte Blumenbeerenbüsche setzen. Verdammte Kacke, wo sind denn die? Habe ich keine mehr gekauft? Natürlich habe ich... Ich habe keine... Willst du mich verarschen? Ich habe da vorhin welche gekauft in der letzten Folge. Ach, die habe ich alle gesetzt, wa? Und Tatsache, die habe ich alle gesetzt gehabt. So, mal ein bisschen Defense aufbauen. 5 Stück. Ich werde in jeder Runde 5 Stück benutzen. Das sind $200, die ich dafür raushauen muss. Vielleicht auch weniger mit der Zeit. Mal gucken. Sollte wirklich mal was durchkommen, weil ich spare mir wirklich sehr, sehr viel Geld dann durch die Reißnägel, die ich dann nicht benutzen muss. Dann machen wir mal ein ganzes Traubenhagel gleich. Tschüss. So, dann werden hier auf jeden Fall kommen erstmal keine mehr so leicht durch. Okay. Problem an der Map ist ja echt, man hat sehr, sehr wenig... Ah, oh, das sieht so krass aus, ey. Man hat wirklich sehr, sehr wenig Platz für eine Bananenplantage. Hier unten ist ein Platz für eine einzige. Eine einzige. Ja, mal gucken, ob wir die zur BIA ausbauen. Das was natürlich sehr, sehr viel kosten würde erstmal. Gucken wir mal. Erstmal müssen wir sie hinsetzen. Ein Dings reicht erstmal, ein Freibeuter-Affe. Das ist erstmal mehr als genug. Wobei, wenn ich Affenpiraten machen will, wobei ich, vielleicht werde ich ihn auf Zerstörer skillen und andere erstmal auf dann auf Affenpiraten. Weil hier haben wir keine extra Geldquelle durch die Affenpioniere, deswegen müssen wir mindestens eine Bananenplantage bauen. Das ist natürlich sehr doof, dass da sehr, sehr begrenzter Platz ist. So, meinetwegen kann er die auch wieder zurückschlagen, wenn er Bock hat. Wenn da welche durchkommen, sondern hier werden sogar schon hier hinten ein paar Nägel hingeworfen. Ja, vielleicht hätte ich sie alle hier in einer Reihe hinsetzen sollen, wenn ich gewusst hätte, dass sie auch noch rechts dahin packen, die Dinger. Aber gut. Erstmal, wenn wir hier mal Bananas bauen. Ja, ein Freibeuteraffe
Macht auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr viel Schaden. Ey, vor allem die Brandfallkanone ist schon ziemlich geil. Muss schon zugeben. So, kann ich hier noch eins hinsetzen? Ein bisschen langsamer bitte, damit die Runde ein bisschen länger geht. Ah, leider nicht, das ist ja schade, aber sonst kann man die hier, könnte man vielleicht noch einen hinsetzen. Will ich das? Na klar, komm, setz eine hin. Wen juckt's, schießt die Bananas raus. Affendörfer würde ich für die Bananenplantagen sowieso nicht bauen, wenn ich nicht noch was anderes hätte und nicht unbedingt 8-9 Plantagen da drum hätte. Schön die Bananen hinschmeißen, damit hier keiner vorbeikommt. Jetzt können wir mal größere Kanonen machen. Und wie gesagt, den werde ich wahrscheinlich auf Zerstörer ausbauen. So, Affendorf. Können wir hier eins hinsetzen? Dann können wir da. Ja, warum nicht? Bauen wir hier ein Affendörfchen hin? Können wir da einen? Ich weiß, kann da, passt da einer hin? Ah, wunderbar, da passen sehr viele hin. Ja, das ist doch super. Das ist doch wirklich super. Dann machen wir erstmal Zerstörer. Und die Freibeuteraffen, die Affenpiraten kommen dann später daneben. Schön 2255 kosten, also ordentlich am Preis reduziert. Und jetzt kommt erstmal nicht mehr so leicht einer durch. Dann werden wir hier erstmal die Affenfestung aufrüsten, weil gerade dieser Zerstörer kann alles zerstören. Er kann Lieblons, er kann Tarmlons zerstören, ja, richtig. Dann ist schon praktisch, dass er ein bisschen mehr Stärke dazu bekommt. Gut, schick, schick. So ein bisschen mehr Range braucht er eigentlich nicht. Er hat bis Anfang an hat er Range, das ist in Ordnung. Meine Freibeuteraffen können generell. Jetzt muss ich natürlich gucken, bis wohin. Ach komm, oh, Range ist egal. Jetzt hat er noch eine höhere Range, ist alles gut. So, Bananenplantagen. Wir werden das Bananenplantagen bauen. Ich hab noch 13 rum, bis die Dings kommen, die Mobs. Dann kann ich mir das ruhig mal so gönnen. Es sieht eigentlich ganz wieder. Ich bin eigentlich optimistisch. Ich bin mir immer unsicher, konnte ich die Songs mit dem Dings zerstören mit dem Affenpiraten? Ich glaube, ich habe es letztes Mal nicht getestet gehabt, als ich wollte. Da waren mir die Freibeuteaffen dann doch ein bisschen zu risky. Dummerweise muss ich jetzt halt Ausguck-Skillen, aber das ist halt so. Ergänzt die Freibeute um eine selbstständig Feuer, eine mächtige Kanone. Das ist schon ziemlich geil. Damit macht er schon ganz gut Schaden. Der hilft auf jeden Fall sehr, sehr stark dabei. Und dann halt den Affenpiraten für 4615, wo ich halt instant BFBs und Mobs zerstören kann. Ich glaube Somks nicht. Ich glaube Somks sind zu stark dafür. Dann können wir da allerdings natürlich dann Sauger hinbauen. Das ist kein Problem. Ich glaube, durch die Profi-Bärendings-Stufe bin ich ziemlich stark. Also so leicht kommt da keiner. Ich denke, die können durchaus eine ganze Keramik-Blumenreihe zerstören. So, Affenpirat, wunderbar. Erstes Get Ready. Bauen wir nächstes Schiff hin. Schön die Range ausnutzen, soweit es geht. Und ich denke, ein Zerstörer reicht erstmal. Dschungeltrommel noch schneller schießen, 15%. Alles gut, aber jetzt kann ich auch die Bananenrepubliken bauen, wenn ich sowieso zwei Profibauern hingesetzt habe. Glaube ich, ist das auch egal dann. Ja, ich muss sagen, die machen sehr, sehr schönen Schaden. Gefällt mir. Da muss ich sagen, gefällt mir wirklich. Ich werde dann später noch U-Boote hinsetzen. Später, später. Erstmal ein paar Freibeuteraffen. So, gleich mal den Mob einsaugen. Oder Enterhaken. Auf 146 kommt dann nur einer. Komm, komm, los, ich will den Haken. Ich will ihn an meinem Haken haben. Jo, meiner. Bananenrepublik. Oh, wunderbar. Und die Bananen, die halten die so schnell ab, das ist wirklich gut. Gut, nächster Freibeuteraffe. Na, ich denke, hier werde ich noch einen Zerstörer hinsetzen müssen. Da braucht er noch ein bisschen Unterstützung, der Kleine. Einer ist einfach zu wenig. Aber kein Problem, kriegen wir hin. Ja, mittlerweile schon 4500, 2700 kaputt gemacht. Der hat auch schon wieder 15.000, das ist auch nicht schlecht. Jetzt kommt hier noch ein zweiter Zerstörer dazu. Das Zurücksteuern der Bananen ist wirklich sehr praktisch. Das genau brauche ich nicht, haben die ja sowieso. Gut, kann ich den nächsten bauen. Ach, shit.